Seit Ende 2007 rollt die Kompaktreihe Peugeot 308 über unsere Straßen. Im vierten Modelljahr gibt es nun erstmals ein Facelift. Seit dem 7. Mai stehen 308, 308cc und 308SW Sportwagen, also die Kombiversion, bei den Händlern. Mit dem Facelift passt sich der neue 308 nun an die neue Designsprache der Löwenmarke an. Zudem ist der Innenraum dank hochwertiger Materialien nun von höherer Qualität. In erster Linie ist die Front neu, das Design. Wir haben feststellen müssen, dass die bisherigen Modelle relativ aggressiv aufgenommen wurden von den Kunden. Der Schlund vorne war deutlich größer, das wurde jetzt alles dezenter. Das Fahrzeug ist insofern vielleicht ein bisschen gefälliger geworden, etwas schlichter, eleganter, sehr viel eleganter als vorher. Zum Beispiel sind die Scheinwerfer auch etwas kleiner geworden. Insofern hat sich das Design in erster Linie in der Front verändert und ist sehr viel klassischer, sehr viel schöner, eleganter geworden. Jedoch beschränken sich die Neuerungen nicht nur auf das Äußerliche. Zusammen mit der verbrauchsoptimierten Aerodynamik setzt der neue 308 nun besonders auf Sparsamkeit und Umwelteffizienz. Das Fahrzeug ist ein echter Sparmeister geworden. Wir hatten ja schon bei dem Vorgängermodell in einem Versuch feststellen können, dass das Fahrzeug 2,9 Liter auf 100 Kilometer braucht. Wir haben dieses Fahrzeug jetzt mit einer zusätzlichen Technik ausgestattet, die wir eHDI nennen. Das ist ein Stopp- und Startsystem. Ein reversibler Startergenerator, also ein System, das zum einen dazu genutzt werden kann, die Energie, die das Fahrzeug braucht, zum Beispiel in Rollphasen über eine eigene Batterie darzustellen. Wir können das Fahrzeug dann schon bei Rollgeschwindigkeiten von unterhalb 20 Stundenkilometern ohne Motorantrieb laufen lassen. Das Fahrzeug segelt mit und spart somit Kraftstoff. Und gleichzeitig wird dieser Startergenerator dazu genutzt, um das Fahrzeug an der Ampel wieder neu zu starten, also nicht über den Anlasser. Der Vorteil davon ist, es geht sehr viel schneller, es geht sehr viel leiser und es geht sehr sanft. Der Kunde merkt davon so gut wie gar nichts. Neu unter der Haube ist zum Beispiel der 1,6 Liter HDI mit 112 PS. Der glänzt mit einem kombinierten Verbrauch von 4,3 Litern auf 100 Kilometer sowie auch einer CO2-Emission von nur 112 Gramm. Eine französische Neuheit zum Frühjahr: das Facelift des 308. Neue Motoren, Start-Stopp, LED-Tagfahrlicht, frisches Design.